tut ein kleines bisschen Halt. Mein Mikro hat sich eben verabschiedet, aber ich wollte dieses Intro trotzdem unbedingt noch drehen. Wie ihr wahrscheinlich in der Überschrift schon gelesen habt, zeige ich euch heute einen Festival- bzw. Coachella-inspirierten Look, da Coachella ja jetzt bald ist und die ganzen Musikfestivals wieder anfangen. Und ich hatte natürlich ein bisschen Lust rum zu experimentieren, denn ich bin ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgegangen und habe mal eine neue Frisur ausprobiert und mal so ein bisschen was Metallisches im Gesicht, was sich nicht nur auf die Augen beschränkt und auch mal einen anderen Lippenstift. Also könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze gefällt und ob ihr noch mehr Make-up-Videos in Zukunft sehen wollt, denn es kam echt lange kein Make-up-Video mehr und es hat mir so viel Spaß gemacht, endlich wieder ein Make-up zu drehen. So, und ohne jetzt zu lange um den heißen Brei herumzureden, würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und wir fangen an. So, wir fangen jetzt an mit einem grundierten Gesicht und zwar nehme ich mir hier den Goofproof Eyebrow Pencil von Benefit und fange an, meine Augenbrauenhaare damit in Form zu kämmen und anschließend aufzufüllen. Und da die Augenbrauen auch bekanntlich der Rahmen des Gesichts sind, könnt ihr euch hier jede Menge Zeit lassen. Und ich versuche immer so einen kleinen Ombre-Effekt reinzubringen. Das heißt, dass die Augenbrauen vorne einfach ein bisschen softer sind und dann hinten schön markant und voll. Nehme ich mir dann das Make Me Brow Eyebrow Gel von Essence und damit fixiere ich einfach nochmal meine Augenbrauenhärchen und verblende das zuvor aufgetragene Augenbrauenprodukt. Und dann nehme ich mir nochmal einen Pinsel und etwas Concealer und fahre nochmal die Form der Augenbrauen entlang, um die Kanten schön scharf zu machen. Mit dem Augen-Make-up und hier nehme ich mir einfach eine Eyeshadow-Base von Essence und klopfe sie dann mit meinen Fingern auf dem beweglichen Lid im Innenwinkel und am unteren Wimpernkranz ein. Bei dem Lidschatten habe ich mich für einen schönen Champagnerton entschieden, denn der lässt die Augen noch mal ein bisschen strahlen und wirkt einfach nicht so massiv. Und der ist hier aus der Eye and Face Palette von Essence. Diesen Lidschatten trage ich dann anschließend auch nochmal unter den Augenbrauen auf, um diese zu highlighten und optisch ein bisschen anzuheben. Mit meinem Bronzer von Summer of Love fange ich dann an, meinen Augen einfach ein bisschen Kontur zu geben und diesen Bronzer blende ich dann einfach so ein bisschen in die Lidfalte und am unteren Wimpernkranz ein. Tiefe nehme ich mir dann anschließend nochmal den Hoola Bronzer von Benefit und den trage ich dann einfach nochmal im äußeren Augenwinkel und der Lidfalte auf. Anschließend nehme ich mir dann nochmal meine Wimpernzange von Essence und curle meine Lashes damit nach oben und nehme mir dann die Lash Princess Mascara auch von Essence und das ist so ziemlich die beste Mascara, die ich je benutzt habe. Und damit tusche ich dann einfach meine Wimpern mehrfach und auch schön in Schichten, damit sie einfach einen schönen Schwung bekommen. Nachdem ich die
Mascara aufgetragen habe, lasse ich diese noch ein bisschen trocknen und mache mich in der Zeit an meinen Festival Glow. Und zwar möchte ich richtig schön sonnengeküsst aussehen und dafür nehme ich mir einfach Give Me Sun von MAC und trage das sehr, sehr, sehr großzügig auf meinem Gesicht auf. Aber keine Sorge, das Ganze wird noch verblendet. Bei dem Rouge für diesen Make-up-Look habe ich mich hier für die Blush Play Palette von Essence entschieden und dieses Rouge trage ich dann auch sehr großzügig auf meinen Wangen auf und verblende dieses dann auch nochmal danach. Da ich für diesen Look einen richtig schönen intensiven Glow möchte, nehme ich als Basis die Strobing Cream von Miss Lynn und die trage ich dann mit den Fingern einfach an den Stellen auf, die ich highlighten möchte. Und nachdem ich dieses Cremeprodukt aufgetragen habe, nehme ich mir dann nochmal Soft and Gentle von MAC. Das ist dann quasi das Pudergegenstück zu dem Cremeprodukt und damit sette ich dann das Cremeprodukt und sorge für noch mehr Highlight und noch mehr Glow. We stay here, we'll probably drown. Jetzt kommen wir aber zu dem Herzstück des Looks und dafür nehme ich mir die NYX Extreme Shine Eyeliner und ich habe hier einfach einen silbernen, einen goldfarbenen und einen kupferfarbenen und die schimmern alle so schön metallisch und damit male ich mir erstmal kleine Punkte unter die Augen. Da es sich hier um einen kreativen Festival-Look handelt, könnt ihr euch da so austoben, wie ihr möchtet und richtig schön kreativ sein. Ich habe die verschiedenen Punkte einfach hier hingesetzt und habe dann noch angefangen, mit dem goldfarbenen Eyeliner einfach einen Mond auf meine Stirn zu malen. Habe ich mir nochmal einen silberfarbenen Eyeliner genommen und eben kleine Sternchen entlang meiner Augenbrauen gemalt und das erinnert mich sehr an einen Look, den ich auf Pinterest gesehen habe und deswegen habe ich das sozusagen nachkreiert. Noch einen 24-Stunden Superstay Lippenstift genommen. Für die Farbe habe ich mich aber nicht richtig festlegen können, deswegen habe ich nochmal einen anderen genommen und den dann drüber gegeben, weil ich einfach fand, dass der farblich viel besser passt. Und so sieht dann der fertige Look am Ende aus. Inspiriertes Make-up. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch mehr Make-up-Videos sehen wollt, dann gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben. Denn wie schon gesagt, ich habe ewig keine Make-ups mehr gemacht und ich habe wieder so Bock, welche zu machen. Und ich möchte einfach sehen, ob ihr genauso viel Bock habt wie ich. Ansonsten würde ich sagen, abonniert gerne den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßig dabei. Vielleicht merkt ihr das schon ein bisschen. Ich nehme langsam wieder Fahrt auf, was die Regelmäßigkeit meiner Uploads angeht. Und ansonsten würde ich sagen, fühlt euch geknutscht und gedrückt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.